Die Zeit hat heute in unserer Gesellschaft eine Bedeutung, wie sie in keiner anderen Gesellschaft sie je hatte. Je mehr wir unser Leben selbst gestalten können, umso mehr stellen wir uns die Frage, wie verbringe ich meine Zeit sinnvoll? Wir wollen ein optimales Leben führen. Und ein optimales Leben zu führen, das setzt einen ziemlich unter Druck und führt häufig dazu, dass Menschen nicht nur keine Zeit haben, sondern dass sie bei weitem nicht so glücklich sind, wie sie eigentlich aufgrund ihrer materiellen Umstände sein können. In der Arbeitswelt erleben wir eine schizophrene Situation. Auf der einen Seite wollen gerade viele jüngere Menschen eigentlich weniger arbeiten, weil sie ja mehr Zeit für anderes haben wollen. Auf der anderen Seite ist unsere Arbeitswelt durch einen mörderischen Takt gekennzeichnet, den es früher gar nicht gab. Früher war das so, wenn man nach 8 Stunden nach Hause ging, dann war man eigentlich für seinen Chef nicht weiter erreichbar. Und wir alle sehen, dass dieser 8-Stunden-Tag sich auflöst und dass durch die modernen digitalen Technologien im Grunde genommen der Anspruch an den Arbeitenden gestellt wird, immer erreichbar zu sein. Und das übt einen starken Druck aus, der in einem großen Gegensatz steht zu dem Bedürfnis, möglichst viel Zeit für sich zu haben. Die flexiblen Arbeitszeiten, die jetzt kommen, statt der statischen Arbeitszeiten, die müssen so geregelt werden, dass auch in dieser neuen Welt Menschen akzeptieren, dass andere Menschen nicht erreichbar sein wollen. Diese Stufe und diesen Schritt haben wir noch nicht richtig erreicht, aber ich glaube, dass durch den Druck der Menschen, die das wollen, tatsächlich diese Veränderung kommt. So wie wir bisher Freizeit definiert haben als die Zeit zwischen 5 Uhr nachmittags, wenn wir nach Hause gegangen sind, und 8 Uhr am nächsten Morgen, so werden wir eine neue Form von Freizeit definieren müssen, in der das Recht auf Unerreichbarkeit als wirkliches Recht auch weit akzeptiert wird.